Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es mal wieder ein Bücherneuzugänge von mir. Es sind einige Bücher eingezogen und die möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Anfangen möchte ich mit dem ersten Teil von Night School, Du darfst keinem trauen, von C.G. Dougherty. Viele von euch kennen diese Bücher schon, es gibt da ja auch schon mehrere Teile. Ich habe die Rezensionen mir angeschaut und als ich das Buch jetzt bei Thalia da habe liegen sehen, dachte ich so, jetzt nehme ich es mit und lese auch den ersten Teil. Ich lese euch mal den Klappentext dazu vor. Ein mysteriöses Internat, rätselhafte Vorfälle, undurchschaubare Gestalten und ein Mord. Willkommen auf Cimmeria. Als Ellie nach Cimmeria kommt, stellt sie schnell fest, dass das Internat ein dunkles Geheimnis birgt. Es passieren merkwürdige Dinge und Ellie ist sich sicher, dass man etwas von ihr zu verbergen sucht. Nur, wem kann sie trauen? Dem attraktiven Mädchenschwarm Sullivan, der sich plötzlich nur noch für sie zu interessieren scheint, oder dem undurchschaubaren Carter, der sich angeblich so um ihr Wohlergehen sorgt. Was geht auf Cimmeria wirklich vor sich? Und was hat es mit der geheimnisvollen Night School auf sich? Als dann noch ein Mord geschieht und Ellie unter die Verdächtigen gerät, wird ihr klar, du darfst keinem trauen. Ja, bin ich sehr gespannt. Werde ich hoffentlich recht bald lesen. Dann habe ich schon in meinem Lesemonat Juli vorgestellt die 13 Heiligtümer von Michael Scott und Kotlet Friedman. Im Pendragon Verlag erschienen. Es handelt sich hier um einen Thriller. Über dieses Buch werde ich in den nächsten Tagen noch eine Rezension zu drehen. Deswegen werde ich erst dann ein bisschen mehr davon erzählen. Dann habe ich auch vom Karls Books Verlag als Rezensionsexemplar bekommen So nah und doch so fern von Anne Breschers. Ich habe das Buch nach 124 Seiten abgebrochen, weil es mich einfach nicht so fesseln konnte, wie ich angenommen habe. Ich werde da jetzt auch noch keine Rezension zu drehen, weil ich werde es mir auf jeden Fall nochmal zur Hand nehmen. Aber es spielt ja in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Es geht um Daniel und um Lucy. Daniel kann sich an seine früheren Leben erinnern und in diesem Buch werden genau diese Leben immer wieder in Kapiteln beschrieben und das war etwas, was ich was mich eigentlich nicht so faszinieren konnte. Das Leben in der Gegenwart mit Lucy, das wiederum fand ich ganz gut, aber es hat mich einfach nicht so gefangen genommen, dieses Buch, und nach 124 Seiten habe ich es einfach unterbrochen, sagen wir es mal so. Dann ist bei mir eingezogen Lieben macht anders von Karen Susan Faisel. Es handelt sich hier um einen Thriller aus dem Kosmos Verlag. Da lese ich euch den Klappentext mal vor. Anders ist neu in der Klasse. Er sieht super aus und hat etwas Geheimnisvolles an sich. Schnell entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und Zane. Das passt Robert, dem bisher unangefochtenen Sunnyboy und Ex-Freund von Zane, überhaupt nicht. Und er beginnt in Anders Vergangenheit zu graben. Nicht nur, dass der Typ keinen Facebook-Account hat, man findet ihn überhaupt nirgends im Netz. Irgendwas ist da faul. Als Robert Anders Geheimnis aufdeckt, wird es gefährlich für Anders. Richtig gefährlich, und Zane muss hilflos dabei zusehen. Ja, dieses Buch kostet 9,99 Euro. Es hat 170 Seiten, ist also relativ schnell zu lesen. Hört sich doch toll an. Ich bin gespannt darauf. Dann habe ich auch vom Kosmos Verlag bekommen, Wo die Liebe tötet von Jennifer Shave Wolf, ein Jugendthriller.
Er kostet 12,99 Euro, hat 412 Seiten. Über dieses Buch werde ich eine Rezension, die habe ich schon gedreht, die werde ich in den nächsten Tagen für euch hochladen. Deswegen erzähle ich da jetzt auch nicht so viel davon. Nur so viel sei gesagt, ein tolles, tolles Buch. Dann habe ich schon gelesen, ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes, ein Roman aus dem Rowohlt Polaris Verlag. Es kostet 14,99 Euro und hat 534 Seiten. Über das Buch werde ich jetzt keine gesonderte Rezension drehen. Ich werde ein bisschen was erzählen in meinem Monatsrückblick für August. Nur so viel vielleicht schon vorweg. Ein gutes, sehr gutes Buch, aber der ganze Hype, der um dieses Buch gemacht wurde oder noch wird, hat mich einfach mit Erwartungen in dieses Buch reingelassen, die nicht erfüllt werden konnten. Aber dazu mehr in meinem Monatsrückblick. Dann habe ich von Lucinda Riley Der Lavendelgarten mir zugelegt. Ich habe von Lucinda Riley bis alle Bücher und habe natürlich dieses aus dem Goldmann Verlag jetzt auch mir gekauft. Es kostet 9,99 Euro. Da würde ich euch jetzt gerne mal den Klappentext vorlesen. Ein Herrenhaus in der Provinz, eine adlige Familie und eine schicksalshafte Liebe. Jahrelang hat Emily de la Martinez darum gekämpft, sich seine Existenz jenseits ihrer aristokratischen Herkunft aufzubauen. Doch als ihre glamouröse, unnahbare Mutter Valerie stirbt, lastet das Erbe der Familie allein auf Emilys Schultern. Sie kehrt zurück an den Ort ihrer Kindheit, ein herrschaftlichem Château in der Provinz. Der Zufall spielt ihr eine Gedichtesammlung in die Hände, verfasst von ihrer Tante Sophia, deren Leben von einem düsteren Geheimnis umschattet war, einer tragischen Liebesgeschichte, die das Schicksal der Della Martinez für immer bestimmen sollte. Doch schließlich erkennt Emily, dass es noch nicht zu spät ist, die Tür zu einer anderen Zukunft aufzustoßen. Da mir alle Bücher von Lucinda Riley gut gefallen, auch das Cover wunderschön, habe ich es mir natürlich zugelegt und bin sehr gespannt darauf. Dann habe ich mir gekauft Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier. Das ist ja der Auftakt einer Trilogie, so viel ich weiß, im Fischer Jugendbuch Verlag erschienen. Es glänzt so ein bisschen, weil es noch eingeschweißt ist. Wird auch demnächst drankommen, werde ich demnächst lesen. Mal sehen, wie es mir gefällt. Dann habe ich vom Manhattan Verlag von Belinda Bauer einen Psychothriller bekommen. Ihr liebt sie nicht. Auf das bin ich unheimlich gespannt. Ich lese euch mal den Klappentext vor, dann könnt ihr erahnen, warum ich so gespannt bin auf das Buch. Es ist Jagdsaison im englischen Exmoor. Doch die Beute ist nicht das Wild, es sind die Kinder. Erst die 13-jährige Jace, dann der 9-jährige Pete. Innerhalb kurzer Zeit verschwinden zwei Kinder aus dem Auto ihrer Eltern. Zurück bleibt in beiden Fällen nur eine handgeschriebene Notiz. Ihr liebt sie nicht. Mitten im Hochsommer fallen dunkle Schatten auf Exmoor, eine Gegend im Süden Englands. Irgendjemand scheint Kinder zu stehlen. Jace und Pete waren nur der Anfang. Es gibt keine Spuren, keine Erklärungen, keine Lösegeldforderungen und keine Hoffnung. Der Polizist Jonas Rowley versucht, sich in den Kopf des Entführers zu versetzen, um ihm auf die Spur zu kommen. Doch zumindest einer in dem kleinen Örtchen Shidcot ist überzeugt, dass der psychisch instabile Holy der letzte ist, dem man vertrauen sollte. Das hört sich doch wirklich klasse an, oder? Also ich bin wirklich gespannt auf diesen Psychothriller. Dann habe ich vom Kosmos Verlag den dritten Teil von Im Bann des Nebels von Astrid Vollenbruch, Die Insel der Könige, bekommen. Ihr könnt den ersten und zweiten Teil, da habe ich schon eine Rezension zu gedreht, die könnt ihr euch mal auf meinem Kanal anschauen. Mir haben die ersten beiden Bände unheimlich gut gefallen. Es handelt sich hier um Jugendbücher und ich freue mich jetzt natürlich auch auf den dritten Teil. Er kostet 14,99 Euro und hat 383 Seiten. Wieder ein sehr, sehr schönes Cover mit diesem Einhorn,
genau wie die anderen beiden Teile, ein wunderschönes Cover. Ich freue mich drauf, das zu lesen. So, und ganz neu bei mir noch eingetroffen ist der zweite Teil von Die Hüter des Nebels, heißt, glaube ich, Band 1. Jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Es ist schon ein bisschen her. Dämonen des Lichts ist das erste Band. Da gibt es eine Videorezension von mir, die könnt ihr euch anschauen auf meinem Kanal. Und Hüter der Dämmerung ist jetzt der zweite Teil. Ich lese jetzt den Klappentext nicht durch, weil ich lese mir selber auch nicht durch. Im Löwe Verlag ist dieses Buch erschienen und wie gesagt, der zweite Teil. Er hat gar nicht so wenig Seiten. Der hat 616 Seiten und ist relativ klein geschrieben. Also da mich aber der erste Teil so fasziniert hat und ich den ruckzuck weggelesen habe, wird mir auch dieser etwas dickere Roman bestimmt genauso gut gefallen. So, das waren meine Bücherneuzugänge. Ihr seht, es sind wieder einige bei mir eingezogen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, das Video, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!